Herzlich willkommen zu Arma Time Real Life RPG. Heute begleitet ihr mich an meinem ersten Arbeitstag als Polizeimeisteranwärter. Sehr gut, Tor habe ich schon mal hingekriegt. Ja, sehr gut. Waren Sie jetzt zum ersten Mal oder wie? Ja. Oh, das wird ja wild hier. Und ich auch noch Leitstelle, das ist ja der Moment. Also wenigstens haben Sie schon mal Licht angekriegt, also das habe ich nicht geschafft, als ich Anwärter war. Also, ja. Ich hab's einfach vergessen, ja. Also, nicht, dass ich nicht Lichter machen kann, sondern ich hab's einfach vergessen. Okay. Wen haben wir denn jetzt? Blair ist gar nicht mehr im Dienst, oder? Ich weiß Doch, nicht. Doch, der ist auch noch da. Der ist auch noch da. Okay. Irgendjemand hat sich von mir verabschiedet, auf jeden Fall. Aber ich weiß, wer welchen Namen hat. Wie ist denn eigentlich dein Name? Teuer. Okay. Also quasi, gut, das gibt's ja nicht mehr, aber... Gebietsgeheimnis. Hoffen wir jetzt aber, dass das richtig geschrieben ist. Pass auf, zwei LKWs kommen. Du die durchlässt. Fahr erstmal ein bisschen hinter denen. Mit ein bisschen Abstand, ne? Kennst ja die guten Naturgesetze. Ja. Moment, wen kannst du jetzt überholen? Achso, ja, wir wollten ja wen anhalten. Genau. Und wenn wir auf der Autobahn wen anhalten, müssen wir das mir Folgenschild anmachen, ja? Mhm. Siehst du das Folgenschild? Kannst du mal anmachen? Warte, wir lassen den dann kurz den Dings vorbei, damit sie entscheiden können, wo sie anfangen. Vielleicht fahren sie ja hier runter. Ja, sie blinken sogar, das ist ja der Wahnsinn. Naja, weil wir hinter denen sind, die wissen das. Ja, gut, hält manchen trotzdem nichts von ab, nicht zu blinken und über ein Stoppschild zu fahren und sowas. Ja. Ja, vielleicht haben wir ja gleich einen Grund, wenn sie über ein Stoppschild fahren. Wenn nicht, dann halten wir so einfach an. Wir ballen uns auch ein bisschen, weil wir wollen bestimmt auch fertig werden, aber versuchen wir einmal hier eine tolle Verkehrskontrolle durchkriegen, mit dir durchzukriegen. Das ist schon mal ein bisschen Erfahrung, Christian. Jo. Weil viele Kollegen, die mit dir fahren, sollen dich bewerten oder müssen dich sogar bewerten. Und dann sagen die, hier, mach mal Verkehrskontrolle, mach mal das. Viele nehmen sich nicht so viel Zeit dafür. Okay. Ja, der ist drüber gefahren. Joa, ja, na, mein Gott. Ey, der ist stehen geblieben. Er ist fast angehalten. Ja. Das würde ich gut, eher dann noch... Nehmen wir mal den, dann nehmen wir den grünen mal, ja? Okay. Gut, Blaulicht also, an und dann geht's los. Blaulicht an. Überholen. Vor den Grünen ziehen oder kannst auch hinter ihnen und dann Speech up. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort den Wagen an und fahren Sie rechts ran. Stellen Sie den Motor ab und bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Widerstand ist zwecklos. Leisten Sie Gehorsam. Mach nochmal einmal dieses Wagen 1 oder Wagen 2 an. Aha, okay. Dann fahr hinter ihn. Hinter ihn. Oder vor ihn. Ja. Ich sehe ab und probier's hier. Okay. Na. Guten Tag, der Herr. Könnten Sie bitte einmal aussteigen? Selbstverständlich. Dann kommen Sie mal hier auf die Seite, dass wir nicht auf der Straße stehen. So, was denken Sie denn, warum haben wir Sie angehalten? Weil ich am Stoppschild nicht gehalten habe. Ja, korrekt, 100 Punkte schon mal für Sie. Ich hätte jetzt gern einmal von Ihnen den Führerschein, die Ladungspapiere, den Führerschein, den Sie auch noch hier brauchen, den erweiterten Führerschein. Und dann schauen wir mal. Da haben Sie den erweiterten LKW-Führerschein. Ah. Dein Führerschein. Das ist Ehre von meinem LKW. Geladen habe ich im Moment Öl. Öl haben sie geladen. Okay. Dann werde ich eben einmal. Na. Nee, ins Holz erreicht. So. Der Kollege sieht ja ganz freundlich aus, mal abgesehen von seinen Gesichtsmarkierung, die sie einmal bitte abnehmen. Ja, Moment, ich muss mal kurz den Punkt ausmachen. Soll ich sie nicht? So. Ja, vielen Dank.
Ja, hast du gefragt, Personalien? Ja, Führerschein, Ladungspapiere. Genau, das habe ich alles. Gut, ja, dann, wer ist er? Dann gucke ich mal kurz hier. Barney Ross. Auf meinem iPad hier mal. Ob irgendwas los ist. Und dann kannst du noch einmal Warndreieck und Verbandskasten gucken und. Ja. Genau. Und wenn jetzt einfach mein Kollege nachschaut, dann hätte ich von Ihnen gern einmal Warndreieck, Verbandskasten und im besten Fall haben Sie auch noch eine Warnweste dabei. Nee. Alles drei? Nein. Warnweste, Warndreieck habe ich nicht dabei, aber ich habe Erste-Hilfe-Kästen dabei. Und zeigen Sie mal her, wo Sie die verstaut haben. Habe ich hier noch im Rucksack und in der Weste. Rucksack. Ah ja, gut, können Sie wieder einpacken. Gut, also Warndreieck und Warnweste nicht dabei, wenigstens Erste-Hilfe-Material. Ja, Warnweste ist eigentlich, wüsste ich nicht, dass es Pflicht ist bei uns im Bußgeldkatalog. Aber auf jeden Fall das Warndreieck. Ja. Dann stellt es ihn dafür. Leicht schon von 2010 kam. Okay. Ja, dann passt es weiter. Ja, genau. Also, für das Stoppschild überfahren bekommen Sie auf jeden Fall schon mal eine $500 Strafe. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Das und das Warndreieck, das müssen Sie sich auch nochmal kaufen. Dafür kriegen Sie auch nochmal einen kleinen Entgelt von $1,000. Also insgesamt sind wir bei 1.500. Dann können Sie weiterfahren und ich bitte Sie, dass Sie dann das Warndreieck noch am nächsten Markt nachkaufen. Ja, das wollte ich sowieso nachkaufen. Das habe ich wahrscheinlich irgendwo stehen gelassen und das hat ein anderer mitgenommen. Ja, und wenn sie es stehen lassen, das ist auch nicht gut, da passieren ja, schon ein paar Unfälle mit. Ich hatte das für einen stehen gelassen, weil der einen Unfall hatte und ich weiter musste, habe ich gesagt, er soll es dann mitnehmen. Und dann wollte ich halt, wie gesagt, am nächsten Markt, das wäre der da vorne gewesen, an Wallenfels, mir ein neues besorgen. Ja, okay. Dann machen sie das gleich mal und dann muss ich ihnen jetzt leider erstmal den Strafzettel in Höhe von 1.500 ausstellen. Sind sie damit einverstanden? Oh, selbstverständlich. Hat Ihr Kollege immer nackt rum? Eigentlich nicht. Ja, schon irgendwie ein bisschen seltsam. Fragen Sie ihn noch mal. Hab ich ihm schon gesagt. Und was hat er gesagt? Ja, er hat gerade keine Kleidung mit. Noch die Mediziner. Fabi, du kleiner Pädophiler! Ich gleich noch die Mediziner und lass ihn neurologisch untersuchen, ob es bei ihm alles gut da oben. So, dann bekommen Sie jetzt von mir hier einmal das Ticket, bitte einmal unterschreiben. Ich brauche eine rechte, Junge. So. Gut, dann wären wir hier auch soweit fertig. Und auf jeden Fall nochmal sehr löblich, dass Sie auch da vorne geblinkt haben, muss ich Ihnen noch eben mitteilen. Das machen nicht viele. Ja genau, und dann soweit top. Die Frage ist jetzt, hat er dir auch... Hat er dir auch wirklich den erweiterten oder den kleinen Transporterschein gezeigt? Er hat mir beide gezeigt. Oha. Ja, gut, beide gezeigt, ja. Und die bekommen sie natürlich hier noch einmal alle wieder zurück. Bitte sehr. Dankeschön. Und dann sollte es das hier gewesen sein. Ja, also von unserer Seite. Sie können weiterfahren, wenn sie wollen. Ja. Alles klar. Schönen Tag noch. Schönen Tag jo, noch. Genau. Ja, guck mal auf das Nummernschild. Wie macht man das mit L? Mit 5. Aber ich glaube, wir sind gerade zu weit weg. Keine Fahrzeuge in der Nähe. Jetzt aber. Ja. Aber ich sehe jetzt nicht, wer das fährt. Ich sehe nur das Nummernschild. Genau, und dann gehst du auf Interaktion mit dem Fahrzeug hier. Wieder Kennzeichen abfragen. Ja. Da tippst du das Kennzeichen ein. Achso. Ah, das ist jetzt halt. Es ist kein Auto, auf dieses Kennzeichen zugelassen, habe ich vertippt. Ja, wirst du dann haben. Kein Leerzeichen, ne? Einfach reinballern. Auch kein. Auch das Minus nicht? Nee, nee. Ah. Evolution. Der Auto fangen ist essen? Nein, nur Jugendwesten. Ja.
dann gucken wir mal. Kann man helfen? Ja. Ja. Telefonieren Sie gerade? Ja. Dann telefonieren Sie mal noch zu Ende. Ja. Best, ich leg mal auf. Ach, Sie telefonieren mit dem Herrn West, kann ich gleich einmal von dem Herrn die Nummer haben, weil der sollte sich eigentlich nochmal bei der Polizei melden, hat er aber noch nicht. Aha. Ja, warum wir sie angehalten haben, wir waren ein bisschen fix unterwegs und Fix unterwegs? Ja, hier ist 180. Ja, das stimmt wohl. Aber dennoch sind sie über ein Stoppschild gefahren, ne? Ja. Wo ist denn hier ein Stoppschild? Wenn man von der Autobahn runterfährt auf diese Straße hier drauf. Ja, wir haben sie noch ein bisschen beobachtet, was sie machen. Ah, okay. Das haben wir ein bisschen lang beobachtet. Ja, vielleicht wollten wir ihnen auch hinterher kommen, aber vielleicht war ich mit dem Auto ein bisschen überfallen. Das kann auch sein. Ah, okay. Ja, vielleicht würde es überfordern mit einem eigenen Auto. Okay. Naja, das Auto fährt sich sehr besonders. Ich glaube, die Ziffer-Version fährt sich sogar besser. Wie dem auch sei, sie sind über ein Stoppschild gefahren. Ich brauche jetzt einmal ihren Ausweis, den Führerschein und, ne? Die Fahrzeugzulassung. Ja, mal meinen Ausweis. Eluzion. Dann der Führerschein. Und was brauchen Sie? Die Fahrzeugzulassung? Genau. Eben schauen, was für ein Kennzeichen habe ich überhaupt hier drin. FFIK. Bitte sehr. Ach, das ist auch ihres Auto, das passt ja. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch. Dann würde ich Sie jetzt noch kurz einmal belästigen mit dem Warndreieck und mit dem Verbandskasten. Hier ist ein Verbandskasten. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ne, lenken Sie nochmal hin. Ich muss nochmal gucken, ob der auch nicht abgelaufen ist. Oh. Eigentlich nicht. Okay. Ah. 10.09.2021. Gut, das gilt noch. Können Sie das mal wieder einpacken? Ja. Gut. Wo ist jetzt das obligatorische Warndreieck? Da hinten im Kofferraum. Im Kofferraum. Ja, dann. Ja, da. Mal. Das ist das falsche Fahrzeug. Ach so, oh. Ich muss das ja, dabei haben. Ja, das ist das Problem. Das jetzt, glaube ich, ergibt. Wir müssen das am Mann haben oder im Kraftfahrzeug. Okay. Ja. Lassen Sie mich raten, wir haben keins dabei. Nee. Gut. Dann werde ich jetzt gleich ein süßes Ticket ausstellen. Wenn ich nicht in diesem Auto, leider. Ich hab Kollege, du hast bestimmt Warndreieck dabei. Ich? Eins im Auto. Ich hab eins dabei. Ja, ja, ist in Ordnung. Alles gut. Dann kriegen Sie eins von mir. Und dann stelle ich mir noch schnell ein Ticket aus und dann können Sie auch schon weiter raten. Okay. Beziehungsweise Sie kriegen dann auch noch Ihren Ausweis und so zurück. Ja, natürlich. Ja, gut. Dann. Das, bitte sehr. Haben Sie die Quittung wieder? Ja, perfekt. Gut. Dann noch hier Ihre Personalien und so. Und dann können Sie mir die Nummer von dem Herrn West noch einmal geben. Oder wir machen es andersrum. Er ruft einmal den Herrn Teuer an. Wäre das möglich? Den? Mahlzeit. Teuer. Walter Teuer. Okay. Der West soll mich einmal anrufen, ja? Ja. Gut, perfekt. Gut, dann noch eine schöne Weiterfahrt. Wollen Sie zufällig 600.000 von dem? 600.000? Nein, warum soll ich 600.000 von ihm haben? Nicht? Nein. Okay. Ja, Sie haben ja erzählt, dass ein Polizist von ihm 600.000 haben möchte, deswegen. Ah ja, stimmt, die Story habe ich auch schon gehört, aber das bin ich nicht. Was haben Sie denn gegen ihn, Herr West? Ja, ein paar kleine Delikte, die ich dachte, die arbeiten wir jetzt schnell mal ab. Oh Gott, was hat er denn schon wieder gemacht? Erstens darf ich Ihnen das nicht sagen und zweitens sind das so nur kleine Delikte. Nichts Wildes. Okay. Genau. Na gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Noch einen schönen Tag. Danke. Schönen Tag. Bis dann. Hab ich schon. Tschüss. Verletzung. Tatsächlich. Ja, alles gut, ich mach's lieber selber. Ja.
Aber trotzdem nett, dass sie es sagen. Ich glaube, mein Kollege auch. Ja, yep, auch. Ich mach gerade schon. Unfall. Ja, wir haben kurz bisher. Polizei kann wieder nicht fahren. Nee, das war ein wilder Hase, der da vorne war. Ja, ja. Ja, ja. Gehüpft, gehoppelt, wie auch immer ist. Ja, ja. Ja, es war weg so. Ja. So. Wir wollten. Ich wollte, genau. Es geht nämlich darum, dass. Das. Ja, Vorlesung ist doof, aber Kollege, du hast dich bestimmt schon informiert über den Herrn, was in seinen Akten steht. Ja, in der Akte, da gibt es einmal den Vorwurf der Müllentsorgung. Ja, da habe ich die Kupfer wieder zurückgeworfen. Okay, dann, aber bei dem einen können sie sich nicht wehren. Ja, dann gibt es noch einmal den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Um genauer zu sein, geht es hier um ein Straßenrennen auf der Autobahn mit zwei weiteren Fahrzeugen, wobei sie ja ein E63 in Blau gefahren sind, der hier offensichtlich neben dran steht. Nee, da gibt es einen zweiten. Nee. Ja, das stimmt sogar. Ja. Ja. Illegale Straßenrennen. Da kann ich sagen, ja, da kann ich mich nicht wehren. Da war halt ein Kopf mitgemacht. Wie? Ja, also wir sind ja halt gefahren. Wir standen also auf der Autobahn da hinten beim Rakaku. So, und dann kommt so eine Polizei runter. Dann stellt er sich auch neben uns. Wir geben Gas, er gibt mit Gas. Ich zieh den ab. Auch nicht schlecht. Gut, Kollege, ja, dann guckst du mal kurz im Katalog nach, was das für ihn wäre. Und dann, weil er uns hier ein bisschen entgegenkam, rechnest du das mit ein und dann. Ja, ich schuld sowieso noch der Polizei für 300.000 oder den Herr Hagen. Ah, da ist es ja. Gut, also ein bisschen milder als es hier steht. Ja, mach mal ein bisschen was unter zwei Drittel. Ich glaube, wenn du im Rechner bist, kannst du extra ankreuzen, zwei Drittel und dann. Wenn sie nicht mal okay, eine Wahlabfrage machen. Ja, wird mein Kollege gleich machen. Gut. Wie sieht das mit der Bemerkung aus? Wie stark soll ich die durchsetzen? Hm? Was denn? Die Bemerkung, die hinten dran steht. Ja, die Information lass mal bitte stehen. Also, nein, hast du ein Ticket aus oder was? Nein, ich meinte im Bußgeldkatalog die Bemerkung, die beim Verstoß dabei steht. Ja, was ist damit? Wie stark soll ich die durchsetzen? Du meinst jetzt vom Ticket oder was? Genau. Ja, warte, ich schlag auch mal mein Buch auf. Gib mir mal eine Sekunde und dann. Herr West, haben Sie ein bisschen Zeit? Ja, ich mach so meine Züge. Wir beeilen uns natürlich, aber wir wollen ja jetzt hier ein faires Bußgeld für Sie rausholen. Dann gucken wir mal kurz. Was steht denn da dran als Maximalstrafe? Also. In einer meiner illegalen Straßenrennen sind 10.000 Führerscheinentzug, Fahrzeugstilllegung und Fahrverbot steht hier drin. Ach so, ja, nee, ach. Das war jetzt da kein großes angekündigtes Straßenrennen mit Vorsatz und so, das war bestimmt spontan. Machst du nur. Wir wollten unsere Autos ein bisschen reparieren lassen und wollten dann halt gleich mal testen. Ja, na klar. Halt so ein M5 und eine Lyca noch. Genau, und sie haben ja bestimmt jetzt hier keine anderen Personen groß gefährdet. Deswegen nehmen wir nur das Bußgeld an sich, da haben wir ja maximal 10.000. Hopp ist mir halt ein bisschen. Ja, machen wir. Zwei Drittel sind 6.666. Gehen wir nochmal ein bisschen runter, machen wir 6.000. 6.000. Genau. Und dann bitte, wenn du das Bußgeld ausstellst, nicht die anderen Einträge löschen, ja? Weil da ist noch ein ganz wichtiger drin, der in deiner Akte bleiben soll, ja? Ja, den habe ich schon gesehen. Nee, das ist uninteressant für Sie. Aber dann hätte ich gern einmal von Ihnen den Ausweis und können Sie auch noch mal gerade den Führerschein zeigen. Wollen Sie noch die Papiere für den haben? Das brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Ich kann jetzt wollte erstmal nur nachschauen, ob sie auch überhaupt das Ding fahren dürfen.
dann bereite ich eben kurz die Papiere vor für das Bußgeld, was wir jetzt bekommen. So, auf 6.000 hatten wir uns geeinigt und dann hier bitte einmal unterschreiben. Ja, so einmal da und da. Ja. Da ein bisschen was, so. So, vielen Dank. Dann haben Sie hier schon mal Ihren Ausweis und den Führerschein wieder. Dankeschön. Gut. Jetzt ist das mit dem Vergehen schon mal geklärt. Ja. Können wir noch höchstens die Müllentsorgung machen, aber das können wir, glaube ich, ihm auch unternehmen, da er gesagt hat, dass es in der Kupfermine so war. Ja. Der gefährliche Eingriff hat sich ja auch erledigt. Ja, gut, dann bleibt noch die Information und ja, die soll auch bleiben. Ja. Gut, Herr West, dann von uns aus sind Sie entlassen. Ja. Gut, dann auch. Ja. War ja sowieso nie der Gönner. Dann können sie eigentlich gehen, ja. Schönen Tag noch.